So, weiter geht's. Okay, ich habe gelernt, dass das Wollknäuel immer zum Hypnotisieren da ist. Also nicht nur Das einmal. Wollknäuel, darf ich das nochmal sehen? Oh. Du wirst schon irgendwann noch zu dem alten Harvey werden. Okay. Und dann redet, ich sehe Edna so durchdrehen. Gut, ist ja gut, ist ja gut. Oh, kartenspielende Hunde. Mayonnaise-Glas. Kaffee. Lilly war sich zwar nicht ganz sicher, ob man als Kind Kaffee trinken sollte, aber es gab keinen Blocker, also war das wohl okay. Na, no, selbstverständlich. Oh, scheiße, jetzt mache ich wieder auf. Nein, das war kein Plan. Oh. Erstaunlich! Der Kaffee war so stark, dass er Lilly aus ihrer Trance riss. Ups. Bzzzt. Wie einfach aus dieser Aber Ecke kommt. die sind... Was sich irgendwann an Edna erinnert. Ob die beiden einen Verstand haben? Wookie. So. Nein, nein, das hatten wir jetzt schon wirklich genug. Fertig, Abflug. Okay, muss ich nochmal das Mayonnaise? Nee, das habe ich jetzt. Sektkübel. Lilly mochte die Kälte. Sie erinnerte sie an ihr Bett. So, wir haben ein Mayonnaiseglas und Zigarren. Hey, die sind nur für Mitspieler. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Moment, ich hätte vielleicht erst mit den... Zum Herr Die Kaschka. Cashcow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Was ist das denn für einer Goldgräber? Etwas Reiseproviant wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber Mayonnaise wird in der Sonne immer so schnell schlecht. Die kann ich also nicht gebrauchen. Okay, er braucht also was zu essen. Howdy, Fremde. Was treibt ein braves Mädchen in so einer rauen Umgebung? Warte mal. Doch nicht etwa auch der Goldrausch, Ach, das ist auch oder? wieder so eine Da kannst Kartoffel. du gleich wieder deine Sachen packen. Das einzige Gold in dieser Gegend ist das in meiner Mine. Und den Weg dahin kenne nur ich. Außerdem kämst du gerade ohnehin nicht hinein. Weil... Ich wusste es. Du bist hinter meinem Gold her. Aber das kannst du getrost vergessen. Meine Mine ist gut versteckt. Und selbst wenn du den Weg finden Wahrscheinlich ist würdest, das der du Wächter für das kämst nicht Durchgehen. rein. Der Eingang wird von einem Wendigo bewacht. Lilly hatte kein Interesse an der Mine, aber dieser Wendigo machte sie neugierig. Konnte es sich bei ihm um eine weitere Manifestation ihrer Blockaden handeln? Vielleicht lohnte es sich ja doch, nach der Mine zu suchen. Wendigo-Hase. Vergiss es. Der Weg zu meiner Mine ist streng geheim. Selbst ich habe Schwierigkeiten, ihn mir zu merken. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. So, dann machen wir folgendes. Ich versuche mal die Mayonnaise der Cash... Ups. Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Ich wollte eigentlich die Mayonnaise der Kuh gehen, damit sie Durchfall bekommt. Hey! Lass Dolly in Ruhe! Solange du dich ganz still verhältst, kannst du sie gerne aus der Ferne bewundern. Aber wehe, du störst sie bei ihrer Mahlzeit. Was mumpft sie denn da, Satteltasche? In den Satteltaschen gab es viel Platz für Proviant. So war die Cashcow nicht gezwungen, an jedem kleinen Milestone Halt zu machen. Okay, dann gehen wir in den Hinterhof. Sagen, gehst du doch mal hin? Mach ein Kartoffelmensch. Kommen Sie näher und bestaunen Sie die neuesten Errungenschaften der modernen Medizin. Antifaltencreme mit hautstraffenden Materialien aus der Raumfahrt. Naturechte Nahrungsmittelergänzungen mit lustigen Motiven aus der Tierwelt. Und jetzt neu, die Pille für zwischendurch. Für alle, die vorher keine Zeit hatten.
und nicht auf das danach warten wollen. Kommen Sie! Okay. Staunen eine leicht Sie! Erwachsene Anekdote. Und nehmen Sie eine Kostprobe von Alkofix, dem exklusiven Wunder Allheilmittel auf Alkoholbasis. Schmeckt hochprozentig, wirkt hundertprozentig. Na, kleine Lady, hast du Interesse an einer Probeflasche Alkofix, dem Wunderschnaps? Aha. Du siehst mir aber eigentlich noch ganz gesund aus. Und ich fürchte, gegen diese Sache mit den Ohren wird dir auch Alkofix nicht helfen. Hast du irgendwelche starken Schmerzen? Unheilbare Erbkrankheiten? Einen Tinnitus? Hepatitis? Gebärmutterkrebs? Tja, das tut mir ja aufrichtig leid für dich. Aber so kann ich dir... Komm wieder, wenn du krank bist. Irgendwie ist es seltsam, sich vorzustellen, dass ein kleines, auch ein ganz kleines Mädchen, so wie Lilly, Gebärmuttern hat. Eine Gebärmutter habe ich natürlich. Legemaschine. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Schade. Gut und eben nicht. Prärie. Wow. Die Sonnenuhr. Ein Geier. Na, was willst du von mir? Ja, ja, du mich auch. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, in nächster Zeit zu verwesen, oder? Nee. Naja, kein Problem. Ich sollte sowieso weniger Aas essen. Mein Ernährungsberater ist schon ganz verzweifelt. Mehr frisches Obst, sagt er. Mal einen Salat, weiß ich ja alles. Aber was soll man machen? Ich stehe halt auf das gammelige Zeug. Sobald ich verderbendes Fleisch rieche, fange ich an zu kreisen. Und mal ehrlich, hier in der Wüste kriegst du ja eh kaum was Gesundes. Kaum lässt man sein Essen eine Weile stehen, schon sprießen die Bakterien. Da kann man sich die übelsten Krankheiten zuziehen. Eiternde Furunkel und nässende Ekzeme. Oh Mann, das ganze Gerede übers Essen hat mich hungrig gemacht. Lass mich bitte allein mit meinem knurrenden Magen. Okay, dann probieren wir mal die Mayonnaise auf der Sonnenuhr. Lilly hatte gehört, dass Mayonnaise in der Sonne schnell verdarb. Sie würde sie wohl schnell aufbrauchen müssen. Lilly wurde ein wenig schlecht bei dem Gedanken. Mal weg und wieder hin. Ich werde dann, dass sie vergammelt. Wir haben Mayonnaise getötet. Lilly hatte gehört, sie würde sie... Lilly wurde... Ich würde sie jetzt eigentlich auch gerne irgendwie benutzen. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Dann putz dir mal die Zähne. Das ganz toll. Sonnenuhr, benutzen. Ah, okay. Lilly schaute sich um. Warum war nie jemand da, der einem etwas verbot, wenn man es am dringendsten brauchte? Oh Mann. Oh nein! Du hast doch nicht... Oh mein Gott. Wir haben den Bauch von einem kleinen Mädchen gesehen. Pedobär-Alarm. Na gut, dann zeigen wir mal der Kartoffel unseren nackten Bauch. Kommen Sie nicht und best anti... Na, und bla, jetzt bla, für... Bla. Kommen und schmeckt... Ach du... Nein. Du, es sei denn... Hast du irgendwelche unheilbare einen Tinnitus? Ja, aber hallo! Was haben wir denn da? Da hast du dir aber ganz was Besonderes eingefangen. Du wirst gleich sterben. Meinen Glückwunsch! Damit bist du auf jeden Fall qualifiziert, um eine Probe von Alkofix, dem Wunderschnaps, auszutesten. Um ehrlich zu sein, siehst du mir schon fast überqualifiziert aus. Dein Ausschlag ist so akut, dass ich mir nicht einmal sicher bin, ob er selbst mit Alkofix überhaupt noch heilbar ist. Bravo! Am besten nimmst du gleich die ganze Flasche mit. Ah, danke schön. Nein! Alkofix! So, Taschentuch. Die roten Bröckchen im Taschentuch waren vielleicht ein Hinweis darauf, dass Lilly medizinische Hilfe brauchte. Oh mein
Die Farbe der Flasche erinnerte Lilly an irgendwen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Hm? Hatte die Flasche gerade gesprochen? Oh, die blaue Flasche. Okay, jetzt müssen wir sie nur noch kaputt machen. Ja, dann trink mal Medizin. Was soll ich denn damit? Ich habe eine ganze Mine voller Gold. Wenn ich wollte, könnte ich mir gleich ein Dutzend davon aus Elfenbein schnitzen lassen. Okay, willst du nicht? Cash Cow? Hey, lass doch, solange du dich ganz... Aber weh! Das hatten wir auch schon. Versuchen wir mal die Flasche in die Satteltasche zu stecken. Lilly war sich sicher, dass das keinen guten Proviant abgeben würde. Ah, wartet mal, ich habe noch eine Idee. Wir könnten doch jetzt auch die Flasche in dieses Kühlteil reinstellen. Sag mal, spinnst du denn? Bei dieser Kälte kann man sich schnell eine Erkältung einhandeln. Was nicht heißt, dass ich was davon austrinken müssen. Und dieses alkoholische Teufelszeug brauche ich erst recht nicht. Was irgendwie reagiert, wenn er ein blutiges Taschentuch benutzt. Oh, danke. Ah, was ist das? Ops. Schnell, die Medizin. So. Endlich. Lecker. So schön, so. Wir haben den Anti-Alk-Geist besoffen gemacht. Der Flaschengeist hatte seine eigene Regel gebrochen. Offenbar war es in gewissen Situationen durchaus mal erlaubt, sich einen Schluck zu genehmigen. Was tust du denn da? Och nö! Wir haben den Flaschengeist getrunken. Ich hab mich vielleicht mal mit den Hunden unterhalten sollen. Aber ich denke, ich komme da auch wieder runter. Bam. So, dann wollen wir noch mal keinen Alkohol trinken. So, jetzt gehört er uns. Was ist? Stimmt irgendetwas mit deinem Drink nicht? Was hast du denn? Der schmeckt doch bestens. Und dieses Brodeln in der Lunge. Wagga, wagga, wagga! Ah, ich weiß schon. Und pam. Geld. Dankeschön. Geld mit Flunderautomat. Flunder nehmen. Mit am dritten Tag erschuf Gott den Kugelfisch und niemand war da, um ihn zu loben. Gut gemacht, Gott. So, jetzt gehen wir So, jetzt gehen wir kurz raus rein. Beziehungsweise könnten wir eigentlich erst in den Knast marschieren. Joa. Hallo, Alkoholtest. Was ist denn das? Du bist ja voll wie eine Haubitze. Los, ab in die Ausnüchterungszelle mit dir. Aber geehrte Chef, Koch, Bastard, Birde, Hirn, Tod, Mensch, Dude. So. Ich hoffe, das ist dir eine Lehre. In deinem Alter schon zur Flasche greifen. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Lilly war gespannt. Was? Ein Hamster. Das war also das Geheimnis hinter der flüchtenden Karte gewesen. Was ist das denn für ein Cyberhamster? Vielleicht hatte Lilly endlich einen neuen Freund gefunden. Vielleicht war aber auch alles wie immer. Na, tschüss, Cyberhamster. So, jetzt gucken wir uns endlich die Karte an. Und da war sie nun endlich. Die Karte. Edna versteckte sich also in dieser Höhle am Moorsee. Aber...
Moment mal, das wusste Lilly doch schon. Genau genommen war diese Karte sogar ziemlich nutzlos. Besonders, wenn Lilly bedachte, was sie alles angestellt hatte, um sie in die Finger zu bekommen. Und leider darf sie nicht wütend werden. Kann ich hier irgendwas anklicken? Nö. Raus, raus. Darf ich jetzt da raus? Was ist? Hast du schon genug von der gesiebten Luft? Das hättest du dir überlegen können, bevor du zur Flasche gegriffen hast. Ach herrje, jetzt mach mal nicht so traurige Geräusche. Ja, Mädchen sind da gut drin. Genau so ein Verhalten habe ich damals auch Edmund den Schlitzer auf freien Fuß gesetzt. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mir das für einen Ärger eingehandelt hat. Es hat Wochen gedauert, bis die Eltern der kleinen Melanie wieder mit mir gesprochen haben. Was für makabere Witze. Ich habe einfach ein zu gutes Herz. Ich lasse dich laufen. Aber du musst mir versprechen, nie wieder Unsinn anzustellen. Kannst du das? Ja. Ich kann nicht lügen. Du sollst nicht lügen. Du sollst... So, dann wollen wir eben die nächste Runde machen. Oh, das Waldknäuel. Darf ich das nochmal sehen? Miau, das drücke ich mal weg, weil das will ich mir nicht nochmal antun. Oogie. Oogie. Und ab in die Traumwelt. Ah, ein Justizia-Hamster. Schnitt.